zu einer besonderen Veranstaltung im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten zum 140. Bestehen der Pausgemeinde und zum Kirchweihjubiläum dieser Kirche ebenfalls vor 140 Jahren. Kultur und Kirche sind immer eng miteinander verbunden gewesen. Es gab Zeiten, da war die Kirche der Hauptauftraggeber für Kulturschaffende. Es gab Zeiten, da war die Kultur sehr befruchtend für die Kirche, weil sie sehr kritisch auch mit kirchlichen Traditionen umgegangen ist. Und es war immer dann gut, wenn Kirche und Kultur im Dialog miteinander standen, dann haben beide Seiten davon profitiert. Im Rahmen unserer Feierlichkeiten war es uns wichtig, dass auch die Kultur, die in dieser Kirche auch immer eine Rolle gespielt hat und spielt, vor allen Dingen auch in musikalischer Hinsicht, ihren Platz bekommt. Und so haben wir uns entschieden, diese Theologie, wo wir heute den zweiten Abend erleben werden, mit in das Programm aufzunehmen. Wir danken Herrn Genzio, der diese Ausstellung und diese Präsentation in dieser Art und Weise möglich gemacht hat, für alle Vorarbeit und auch finanzielle Unterstützung für dieses Projekt. Vielen Dank. Er wird auch noch ein paar Worte zu diesem heutigen Abend zu uns sagen. Nach der Präsentation wird es kein offizielles Wort mehr geben. Sie sind alle, wenn Sie mögen, herzlich eingeladen in den Pfarrgarten. Dort gibt es Rotwein, Weißwein, Bier, ein Feuer und dort wird das Vokalensemble, ein Chor unserer Gemeinde und der Leiterin unserer Kantorin, Frau Zagorski, noch mit uns singen und auch wir werden einiges noch hören. Wir sind herzlich dazu eingeladen, bei diesem schönen Wetter noch ein Weilchen zu verweilen bei uns drüben im Pfarrgarten. Für diese Präsentation haben wir uns entschieden, keine Eintrittskarten zu verkaufen, sondern wir bitten Sie um eine Spende. Und zwar erhalten wir immer wieder starke Kritik auf unsere Verstärkeranlage in dieser Kirche, die immer wieder auch meistens bei besonders großen Veranstaltungen, wenn hier 800 bis 1000 Leute in der Kirche sind, versagt. Wir wollen sie erneuern. Und deshalb bitten wir Sie heute Abend, Ausgang um eine Spende für die Erneuerung unserer Verstärkeranlage. Ich wünsche uns allen einen schönen Abend heute hier in der Kirche und dann auch, wenn Sie mögen, später weiter im Pfarrgarten. Und nun übergebe ich das Wort an Herrn Genzio. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, ich begrüße Sie zur zweiten Vernissage im Rahmen der Präsentation Bilder einer Ausstellung. Mit Bildern von Ellen Klinger und der gleichnamigen Musik von Modest Mussorgsky. Gut vorbereitet, wie ich mich habe, erlauben Sie mir, dass ich meine Worte vom Blatt ablese. Vor zwei Wochen hatten wir die erste Präsentation mit einer Orgelfassung. Heute spielt uns Herr Friedemann Braun vom Staatstheater Schwerin, der dankenswerterweise kurzfristig eingesprungen ist, die Originalfassung und dazu werden Julian Schilling, Atife Kaya tanzen, mit den Schülern seiner Tanzschule Carina Merkel und Jördes Brüning. Es erwartet Sie nun kein fundierter Fachvortrag eines Wissenschaftlers oder Kunstexperten, sondern ich möchte als interessierter Laie einige Worte an Sie richten. Ellen Klinger wurde geboren und kam zur Welt in Hahnklee-Boxwiese im schönen Harzgebirge. Sie wuchs heran, kam zur Schule und es näherte sich das Abitur. Zur Berufswahl gab es zwei Meinungen. Ellen wollte gerne Kunst und Pädagogik studieren. Ihre Eltern setzten sich aber durch mit ihrer Forderung, dass sie Apothekerin werden sollte. Also wurde erst einmal eine Praktikantenstelle bei einem befreundeten Apotheker besorgt.
Diese Prüfung endete nach kurzer Zeit in einem Fiasko. Und nun setzte Ellen sich durch, ihren Weg mit der Malerei zu machen. Hier waren wohl alte Familiengene bestimmt. Ellen Klinger, geborene Hummel, hatte eine Tante Bertha Hummel, die Franziskanerin wurde und sich dann Maria Innocentia nannte und die Schöpferin der weltbekannten Hummelfiguren war. Ellens erste Schritte im Reiche der Kunst wurden begleitet von ihrem Großvater Heinrich Hummel. Er war Professor an der Zeichenakademie in Hanau. Es folgte ein Studium an der Fachhochschule für Kunst und Design in Hannover sowie Malerei und Plastik bei Aron Clausen und M. Riedel. 1971 Abschluss der Meisterklasse Malerei. In den frühen 80ern Workshop bei Josef Beuys und Ausbildung zur Maltherapeutin in Blaubeuren. Seit 1988 ist Ellen Klinger freischaffend mit einer Unterbrechung von 1991 bis 1993, wo sie Kulturbeauftragte des Ostseebades Damm war. Sie hatte zahlreiche Ausstellungen, vorwiegend im Raum Oldenburg, aber auch sonst in der Bundesrepublik und im Ausland, zum Beispiel in Lyon. Noch einige Worte zu dem verschwundenen Weg vom Ursprung der Bilder einer Ausstellung zu heute. 1870 lernte Mussorgsky den Maler Viktor Hartmann kennen und es entwickelte sich eine Freundschaft bis zum Tode Hartmanns 1873. Ein Gönner veranstaltete eine Gedenkausstellung, die auch Mussorgsky besuchte und die ihn zu seinem Werk anregte, das er Mitte 1874 vollendete. War die letzte Jahreszahl. Es ist bis heute in unvorstellbarer Vielfalt populär und drei Fassungen haben wir ausgewählt. Orgel vor 14 Tagen, Klavieroriginal mit Tanz heute und eine Popversion in 2 Wochen. So wie wir musikalisch die Brücke zu heute zu schlagen versuchen, hat auch Ellen Klinger die Musik in die Sprache von heute gefasst. Und ich denke, es ist ihr eindrucksvoll gelungen. Sie versteht es einmalig, konkrete Dinge anzudeuten und dem Betrachter dann seinen Gedanken zu überlassen, auch den Zyklus durch ein Symbol, den Vogel, zu verbinden. Und wenn wir bedenken, dass es sich um Aquarelle handelt, kann man nur staunen über die Intensität ihrer Farben. Dies ist zu verdanken einer speziellen, sehr zeitaufwendigen Maltechnik, die sie entwickelt hat. Lassen Sie mich noch einige Worte des Dankes loswerden. Ich bedanke mich bei der Paulsgemeinde und ihrem Kirchgemeinderat, uns diese herrliche Kirche zur Verfügung zu stellen. Ich bedanke mich bei Marina Zagorski, die mit ihrem wundervollen Orgelspiel die Vernissage vor 2 Wochen begleitet hat, kongenial unterstützt von Friedemann Braun, der die Bilder punktgenau projizierte. Auch ihm ein großes Danke. Heute können wir die beiden in vertauschten Rollen erleben. Und nicht zuletzt bedanke ich mich bei Herbert Manzweig, der mit seinem stillen Humor und seiner Stetigkeit zum Gelingen dieser Ausstellung entscheidend beigetragen hat. Schließlich möchte ich mich noch bei einer